Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagabend auf der Kreisstraße PA 82 bei Schöfbach gekommen. Gegen 17.40 Uhr war eine 23-jährige Seat-Fahrerin aus dem Landkreis Freyung-Grafenau laut Polizeibericht aus Richtung Aidenbach unterwegs, als ihr ein 54-jähriger Audi-Fahrer entgegenkam. Der 54-jährige Unfallgegner wurde nach der Kollision gegen einen Baum neben der Fahrbahn geschleudert. Auch er erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Aidenbach, Uttichkofen, Heidenburg, Aldersbach und Johanneskirchen sowie der Rettungsdienst und die Polizei Vilshofen waren an der Unfallstelle vor Ort.